Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück zu Minimetro. Heute geht's weiter mit Chicago. Plane das berühmte L Chicagos Hoch- und U-Bahn. Let's go. Mal schauen, ob das besser läuft als die tägliche Herausforderung, die ich gerade vorhin gespielt habe. Okay, wir brauchen hier Brücken auf jeden Fall. Und auch wahrscheinlich viel Platz. Vielleicht das Viereck hier zum Mittelpunkt machen oder das Dreieck hier drüben. No, wollte ich nicht. So. Ja. Zwei Stationen nacheinander mit der gleichen Form ist halt echt doof. So, wir haben gar keine Brücke mehr. Ja, gut. Hat zu viele Kreise, finde ich. Schon mal gut, dann haben wir hier eine Zwischenstation drin. Auch das ist gut. Haben die hier einen kürzeren Weg als von hier drüben? Das ist wiederum nicht gut. Aber dann binden wir jetzt mal bei der grünen Linie mit ein. Wir haben keine Brücke, daher muss das mit in die grüne Linie. Grüne Linie ist halt jetzt schon recht lang. Da müssen wir wahrscheinlich gleich mal schauen, dass wir hier irgendwie was bekommen. Kommen, was uns hier mithilft. Ein Umsteigebahnhof oder ein Waggon. Was ist schlauer? Ich nehme jetzt mal den Umsteigebahnhof, aber setze hier den nächsten Zug. Okay, da die hier nur zum Kreis wollen, nehme ich, setze ich ihn hier hin. Ja, doch, doch. Und den Umsteigebahnhof würde ich jetzt hier hinsetzen, da das so ein bisschen Mittelpunkt ist. Können hier mehr Leute auf die Züge warten? Rot ist kurz, daher nehmen wir Rot mit dabei. Sieht bis jetzt alles noch ganz okay aus. Ja, drei Kreise hintereinander ist doof. Nicht wirklich effizient. Und auch hier kommt jetzt noch ein weiterer Kreis dazu. Nicht gut. Wir bräuchten eine Brücke oder eine weitere Linie. Okay, da unten hat sie schon einen Timer.
ganz schlecht. Okay, Dreieck. Und zudem. Dann machen wir hier noch eine Linie so hin. Für das Viereck müssen sie halt hier umsteigen. Gelb ist halt recht kurz. Können wir mit dem Viereck hier drüben noch verbinden, wenn wir eine Brücke hätten. Haben wir aber nicht. Und dann müssen wir warten. Die Kreise bereiten mir echt Schwierigkeiten. Schon beim vorherigen Durchlauf einer anderen Map hat es bloß Kreise gegeben. Ja. Ganz schön. Das ist gut. Allerdings bedeutet das noch mehr Aufwand für die grüne Linie. Und der Zug fährt einfach durch, da alles gesetzt ist. Nicht gut. Viele Cuts hat bloß hier. Das ist das Problem. Weil hier hat es Leute vom Viereck, also die zum Viereck wollen, die müssen. Okay, die können hier bis hier fahren. Das ist okay. Aber trotzdem etwas doof. Jetzt unbedingt einen weiteren Waggon bei Grün hinzufügen. Und auch einen weiteren Zug, der jetzt. Hier abgestellt wird. Haben wir schon mal drei Züge auf grün? Okay. Grün hat ein Problem. Ich glaube, wir müssen die gelbe Linie hier streichen. Und zum Dreieck und Viereck. Bitte zu go, 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 komm. Bitte, 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 bitte. Glück gehabt. Okay, nicht gut. Den Punkt, den Kreis habe ich hier ganz übersehen. Shit. Hat jetzt Rot gar keine Bahn mehr, oder? Was ist da jetzt passiert gerade? Komisch. Für Rot hat irgendwie keine Bahn mehr. Aber Orange hat ja auch nur einen Zug. Mit zwei Züge. Why? Okay, gut. Gerettet. Die wollen alle zum Viereck, das ist doof. Grün ist echt viel zu lang. Und Rot, die Vierecke haben ein Problem. Es gibt zwei Vierecke hier. Hier oben waren bloß Vierecke, das ist echt beschissen.
Errungenschaft freigeschaltet, Ventra. Was auch immer das bedeutet. Hey, come on. Wir bräuchten mal eine Brücke oder sowas, aber gibt es hier gar keine Brücken mehr. Ja, Brücken oder Waggon. Ja, wow, jetzt kann ich mich entscheiden. Okay, dann nehmen wir jetzt gelb. Gelb macht jetzt hier einen Durchstecher über die ganze Karte und sammelt Leute ein. Quadrat. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist. Orange ist lang, rot ist auch lang. Und die wollen bloß zum Kreis. Wir müssen hier ein bisschen, ja, schwierig zu sagen, was ist besser, lange oder kurze Strecken? Ich versuch's mal so. Ich garantiere aber nichts. Hier oben staut sich halt das Ganze recht. Die Kreise bereiten echt Schwierigkeiten. Hier hat es zwei Kreise, hier hat es drei auf einem Fleck, hier hat es auch wieder vier. Hier hat es drei. Holy shit, was passiert hier? Und jetzt auch schon wieder ein weiterer Kreis. Den ich irgendwie wo einbinden muss. Und hier, 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 überall. Aus dem Kreis ist jetzt ein X geworden. Komm, und Rot, bitte schaff das noch. Und Orange auch. Rot und Orange. Grün hat sich beruhigt. Interessanterweise. Was hat Orange hier gemacht? Das war's. Das war's. Weil der Orange Zug einfach durchgefahren ist. Weil Dreiecke hätte er mitnehmen können. So eine Scheiße. Doof, doof, doof. Ende. Wegen Überlastung dieser Station musste der Betrieb eingestellt werden. 756 Fahrgäste fuhren mit deiner Metro innerhalb 40 Tagen. Bitte lächeln. Ja, gut. Können wir uns hier den Schnelldurchlauf anschauen? Ja. Mal schauen, wie die Rangliste aussieht. ...1400 Fahrgäste müsste man befördern, um ein weiteres Achievement zu erhalten. Hoho, unter 50%! 294.000 Punkte. Boah. Leute sind echt gut. Die wissen wahrscheinlich irgendwie, wie man das Ganze austricksen kann. Aber gut, das war's mit Chicago von heute.
Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Mini Metro. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.